Servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde des StarCraft 2 Arcade. Ich bin Desert Strike, Hotz und dabei ist wieder Stefan. Yo. Und ich bin Terran und Stefan ist Zerg, okay. Zerg. Ich mache Musik an und ich hoffe, die ist nicht zu laut. Oh fuck. Jetzt. Ich habe ja gerade eine allein gemacht, die müsste sogar einen Tag früher oder so kommen, wie die jetzt. Wenn ich sie hochlade. Oh. Und ja, dann wollen wir die Gegner mal zerstören. Yep. Zwei Queens. So, mal schauen. Ich hätte sie, glaube ich, in der Mitte platzieren sollen. Besser gewesen. Ich glaube, Queens sind nicht so stark. Zumindest am Anfang. Lol, die geht einfach von dir einfach außerhalb der Kennen. Plop. Plop. Lustig, wie die wegfliegen, ja. Alter. Ist lustig. Voll geil. Burp. Burp. Toll, wie soll ich denn gegen die irgendwas machen, gegen die Schaben? Oh, eine kriegt da unten. Nein, die geht nicht down! Egal, lol, der hat einen Sniper. Boah, Alter! Alter, wie viel Schaden macht der? Ach so, das war eine Fähigkeit. Ja. Hat schon gedacht. Jo, Herr 2. Stell mal vor, wie die Armee destroyed wird, Alter. Tütütütüt. Bam, 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 bam. Ja, gegen Roaches kann ich, glaube ich, nicht so viel machen, das stimmt. Du solltest. Mikrofon muted. Roaches sind da relativ stark, ja. So, Mikrofon bin wieder da. War kurz nicht da. Ein bisschen näher ran, hab ein bisschen 3D-View. Oh, ich habe ein Upgrade vergessen zu machen. Plop, plop. Oh, blablab. Alter, wir werden ordentlich zerfetzt. Na gut, aber jetzt nicht mehr. Aber die Fähigkeit ist irgendwie bad. Also, zwar, da kriegst du halt 3 Schaben tot oder so, aber mehr nicht. Ja, aber stell mal vor, die haben einen Scan oder so. Da sind ja die Sniper weg. Ja, eben. Da kann ich abzielen und sind schon tot. Oh, sie haben keine Energie mehr, was denn jetzt gleich passiert? Ich hab schon 2 Mal, ja, oder? Jetzt wird's lustig. Ich mach's ganz oft plopp. Lol, wir haben eigentlich gerade schon so einen kleinen Stau gemacht. Lol, wir haben keinen. Doch, ich hab Anti-Air. Und die Ghosts auch, aber wir haben so einen kleinen Truppenstau. Kann nicht sein. Burp, burp. Komm schon. Ah, wir haben nicht mehr Schaden aus dem Bunker gebracht. Jetzt. Oh fuck, das wollte ich nicht machen. Egal. Das ist jetzt sinnlos, weil. Was hast du gemacht? Halt, ja, ein bisschen was hat's gebracht. Was hast du gemacht? Nix. Ich habe bloß ein Upgrade zuerst gemacht, aber es geht. Die dürfte ich jetzt bekommen, sonst wäre es komisch. Das wäre echt bitter. Die da nicht. Ach so, der hat auch noch Schaben. Das ist natürlich nicht so geil, ne? Vor allem deine Queens können gar nichts gegen Schaben machen. Ja, die machen keinen Schaden, das ist das. Von 10 Schaden. Ja, dafür bin ich dann da. Burp, 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 burp. Gleich kommen wieder die ersten Bomben geworfen.
Brip. Aber es passt. Manchmal ist es ziemlich nutzlos, dieses komische Kackteil. Du kriegst sie nicht down. Doch. Doch. Gegen Airs und Queens die? Relativ. Oh gut. Mann. Geht. Ich muss mehr Marauder plop, bauen. Plop, plop. Obwohl, es geht doch gar. Es geht doch sehr gut eigentlich. Lol, wieso habe ich die so geplättet? Ich meine, ich habe ja schon da vorne Wave gemacht. Achso, ich heal das richtig viele Ghosts. Richtig geil. Den müssen wir jetzt anschauen. Oh, da kommen sie. Alter, wir kriegen einfach keinen Schaden drauf auf dem Bunker. Ja, ich muss erst noch stärker werden. Ich mache ja gerade die Taktik. Ich habe jetzt keine Neuerung. Das ist ja das. Das ist das Problem. Das ist eigentlich meine muss Wave meine Wave gehen, zuerst kommen. Weil, dann kannst du meine Wave hochheben. Ich habe nicht zwei Upgrades. Ja, keine Chance. Du hast einen tot gekriegt. Jawohl. Jawohl. Da kommt die Fire. Aber ich habe keine Anti-Air, ist das Problem. Das ist schlecht, ja. Noch nicht, deshalb also es kommt halt noch. Diese komischen Falken, die nerven mit ihrem Defensive-Ding. Oh, ich muss mal ein bisschen. Ja, dann mache ich jetzt schon mal ein paar Marines hinten rein. Lol. Muss jetzt mal eine Schockmunition. Ghosts forschen. Sind richtig lustig. Brr, brr, brr. Aber jetzt bringt's nicht mehr viel. Ah, jetzt können sie nicht mehr sehen. Ah, toll, ja, jetzt geht unsere Cannon down. Ich mag den Typen nicht, der Ghost benutzt. Nein! Die Cannon ist down, ja, geil, verloren. Das ist ein Lose. Jetzt wird's lustig. Aber so. Jetzt können wir das Game nicht mehr gewinnen, denke ich. Weil jetzt haben wir keine Cannon mehr. Jetzt geht's ab, aber ich habe einen Ultra. Der tankt ultra viel weg, Alter. Für der hat schon 5 Panzerung. Die Kack-Defensive-Ding. Alter, ich hasse die Falken. Ich hasse die echt so sehr. Es gibt ja nichts, was ich mehr hasse. Du brauchst Air. Nein, ich brauch Anti-Air. Nein, die destroyen dich sonst. Ich hätte jetzt die, halt die Marines Raketen benutzt. Raketen sind richtig bad. Das Problem ist, was bringt es dem jetzt eigentlich, dass er jetzt die Kack-Ghosts hat? Hat ihm gar nichts gebracht. Oh, jetzt kommt der Ultra. Der wird aber übel geschnetzelt, dein Ultra. Nö. Und da kommt der erste Heal, zweiter Heal, dritter Heal. Haben die denn überhaupt Energie? Fuck, ich brauche ein paar mehr Ultras. Diese Taktik bringt's richtig voll krass, Mann. Die funktioniert wahrscheinlich nur gegen Terran. Ah, oh Mann, jetzt kommt der schon wieder. So, ich habe jetzt, ich kann Vikings bauen, soll ich? Yep. Boah, die kosten so viel. Aber es bringt mir ein Viking und vor allem sind ja die Zyklone perfekt gegen Air. Die sind ja Anti-Air. Die Kack-Ghosts, Mann, die bringen gar nichts. Seine Queens müssen. Sind ziemlich beschäftigt. Jetzt ja, ist aber ihre Energie leer. Genügend Heal. Hast du, kannst du denn noch irgendwelche Panzerungs-Upgrades geben oder so? Ja, das mache ich. 5 Panzer. Ja, oh, ich baue jetzt erstmal ein paar Ultralisken, dann geht es. Ja. Den Zerg bekomme ich ja übel easy tot. Bloß dann kommt der Terran und der macht mich tot. Selbst mit 2 Vikings. Da wären Marines echt schlauer gewesen. Einfach Mass Marines, dann hätte man das Problem schon nicht mehr. Erstmal Infantry Upgrades machen. Oh, 6 Panzerung, Jungs. Jawohl. Ah, du hast 3. Jetzt wolltest du halt noch mehr Queens. Oh lol, jetzt machst du sie kalt. Mit 3 Ultras. Oh, der ja, eine stirbt geht. Jetzt auch gerade.
Naja, immerhin noch mehr Energie jetzt. Ja, schön. Oh, jetzt tankt der für mich und für dich. Für dich und mich. Nicht genügend Mineralien. Nice, wir haben jetzt eine. Deine Queens sind jetzt hinten drin und stehen. Schau, jetzt mache ich die Falken down. Jetzt habe ich nämlich. LOL. What the f. Okay, ich brauche mehr Marines. Wie schmeckt euch das? Los, los, los! Die können sich echt nicht entscheiden, die Vikings. Ja, das ist fair. Jetzt kommen vier Ultras, nice. LOL. Alter, deine Wave ist voll OP. Brauchst halt nur noch mehr Anti-Air. Yep. Nice, die geht down. Direkten Ding placen. Ich hole mir jetzt gleich einen Raven erstmal. Damit ich hier die Dinge, die Banshee ich nicht jedes Mal scannen muss. Alles klar. Lol, wie wir jetzt schon durchrushen. 6 Ultras, nice. Und danach halt noch eine zweite Reihe Queens hinten rein, oder? Ja, ja, klar. Und ein paar Hydralisken vielleicht auch. Yep, Hydralisken machen Damage. Dann würde ich sagen, ist das so ziemlich die perfekte Wave. Weil da hast du was gegen Boden und gegen Luft und einen Tank. War auch noch ein Overseer. Ah, das wird schwierig, aber... Gut, alles getarnt, das ist down. Lol, ein Tor. Ja, die haben Tore gegen meine Ding. Jetzt kommt meine Wave. Oh, die haben halt Bench, die haben... rollende Kackkugeln. Lassen wir es krachen, Kaboom, Baby. Schickt sie. Oh, es geht los. Kommt dein Wave. Kannst du irgendwie die Anfangsenergie von den Queens erhöhen? Nee. Egal, deine Ultras sind noch full life im Moment. Ja, du musst meinen Overseer bauen und ich muss meinen Raven bauen. Aber mein Raven ist jetzt da. Nein, das war kein... Oh, ich habe mir das den falschen gekauft. Na, ja, habe ich halt noch einen Viking dazu. Du hast immer noch ein Ding hinten stehen, ein Ultra vorne stehen. Oh, die haben Fungus. Fungus-Kahn. So, ich muss auf jeden Fall den Raven beschützen. Oh, jetzt habe ich 8 Panzerung, Alter. 8. Ich mach 44 Schaden. Lässig. Muss man einen Lurker, muss man einen Overseer kaufen? Hab ich schon. Achso, okay. Muss bloß weiter nach vorne, sonst bringt's nicht so viel. Nicht genügend Mineralien. So, ich habe jetzt eigentlich eine ganz gute Standard-Wave erstmal. Und ich baue jetzt davor noch ein paar von den, Kampf-Aliens. Ich hab's verkackt. Freu mich schon drauf. Kraft mache, Jungs. Los, worauf soll ich ballern, Sir? Ah, dann mach ich die hier weg. So, jetzt Zerklinge, Alter. Die schnetzeln jetzt auch durch, Alter. Es geht los.
8 Schaden, 0,35 Attack Speed, 3 Panzerung. GG. Ich muss hier erstmal umstellen, das ist gerade echt wenig spannend, fürchte ich. Komm her. So, und jetzt kommen ein paar Hellions davon. Hast du heute Glück, Penner? Hast du heute Glück, Penner? Nicht genügend Mineralien. Erstmal die Blue Flame, bevor wir irgendwie in Einsatz kommen. Nein, mein Hellion stirbt. Mein Raven. Nein, er lebt noch. Nice, Blue Flame habe ich. So, jetzt müsste ich eigentlich ganz gut gewappnet sein. Hast du heute Glück, Penner? Jetzt gehe ich mal noch auf nachhaltig und baue noch eine Raffinerie, weil es gerade ganz gut aussieht. Und jetzt wird's heftige. Ich baue einfach da hinten so viele Panzer rein, wie nur geht. Alter. Easy. Gotta burn them down. Die Kampfhelions tanken eigentlich ganz gut vorne. Mit 135 Leben ist halt eigentlich auch nicht so geil, aber. Oh, die haben noch keine Panzerungsupgrades. Man können ja gar nicht erfüllen, was ich davon erwarte. Wie viel Panzerung habt ihr? Ihr habt 2. Alter, es geht schon mit den Snipern. Ich hab die Kampfhelions eigentlich gekauft. Die haben weniger Panzerung als mit dem Marauder. Na gut, kosten halt auch weniger. Oh, da stehen 2 Panzer von dem hinten drin. Dann lasse ich es erstmal mit dem Panzer. Und baue davor lieber noch ein paar Marauder rein. Alter, die sind schnell zerplatzt. Nein, der Panzer lebt noch. Das gefällt mir nicht. Dann halt noch ein paar andere. Ich denke, dann baue ich mir noch ein paar Hellions oder so. Nicht Hellions, sondern. Ach komm, der kein Kackpanzer. Lol, die Panzer leben immer noch. Nein, meine Bärslinge zerpoppen, das geht natürlich nicht. Da bekomme ich den Terran nicht down, da bräuchte ich ein paar bisschen mehr Splash. Und ich würde vielleicht noch ein paar Hydralisken bauen. Ein paar Queens, ja. Ich habe eigentlich die perfekte Anti-Zerg-Wave, aber naja, ich werde irgendwie gerade ziemlich geplättet. Weil ja halt die so Kack-Verseucher hinten haben. Aber solange wir innen noch Plus-Income haben, ist ja sehr gut. Mal gucken, ob wir das schneller tot kriegen als. Also ich letzte Runde. Wobei ich letzte Runde auch besser war, muss ich sagen. Ja, es leben noch welche. Ich glaube, ich muss auch auf Panzer gehen dann gleich, aber erstmal brauche ich mir da vorne die Marauder Wave noch fertig. Oh mein Gott. Ja, wir die damagen an. Wir damagen. Ja, nee, wir machen nur ein Schild ein bisschen tot. Der eine Ultra. Last Man Standing. Aber jetzt kommt meine Wave dann noch. Eigentlich verstehe ich nicht, warum meine Wave so schwach ist eigentlich.
Oh, warum die nicht gegen den Serg treffen kann? Nein, die ist nicht schwach. Das ist GG. Glaube ich nicht. Dafür doch. Ist die Wave, die Base noch zu stark. Ja, doch, stimmt. So, und jetzt kommt dahinter noch Panzer. Dann ist sie nicht mehr so schwach. Guck dir mal meine Wave an, die ist voll heftig. So voll gereiht. Zwei Reihen Marines, zwei Reihen Marauder, eine Reihe Rächer. Jetzt wird's lustig. Weil der hat einfach Battle Cruiser. Leuch, ich renn durch. Komm, das geht, ich renn durch. Bam, Base bam, jetzt kommen die Ultras. Ratz, 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 Alter. Ratz. Alter, die Ultras machen den kalt. GG. Ja, GG. Alter. Ultra stark, Alter. Ultra stark. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like. Hey, meine Playlist ist aus. Ups, habe ich gleich gemerkt. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like. Und ciao.